Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 2. Mit am Start haben wir den Necro. Hallöchen. Und den Wallard. Hallihallo. Hallihallo. Krass. Klingt so geil bei dem, ich kann mir nicht helfen. Hallihallo. Hallöle. Hallo, ich versuche das Schiff jetzt mal aufzuhalten mit unserem Teltag. Mal gucken, ob es funktioniert. Und ich bin am Abhauen von dem Schiff, weil ich bin bloß in unserem Günther. Was hat denn der für Waffen dann, Teltak da oder Eltak? Raketenwerfer, Gatling. Hat Militärtransporter auch Raketen? Der hat alles. Da kannst du aber Glück haben, dass er vielleicht nicht mehr viele Raketen hat. Ich weiß nicht. Hast du eigentlich gewusst, dass der Gatling schon im 18. Jahrhundert hergestellt worden ist? Jo, mit Handbetrieben, Kurbel und so. Nur? Bürgerkrieg der USA. Wer hat's erfunden? Der Amis. Alles, was ich dachte, Schweizer. Nicht die Schweizer. Alles, das ist ja das so typisch, ne? Alles, was mit Krieg und so Zerstörung zu tun haben, haben die Amis erfunden. Das liegt denn im Blut? Ja, ist halt so. Alter, ich hoffe, das haut hin. Na, ich weiß. Es wäre traurig, wenn wir das Teltak verlieren. Der fliegt nicht so dicht. 600 Meter, glaube ich, ist die Reichweite von denen. Sein B-Rocket Launcher funktioniert nicht. Bitte was? Shit. Zurück. Das Ding ist schon am Bremsen. Ernsthaft, ich habe hier gerade Eis gefunden in einem Berg, der eigentlich 57 Kilometer näher an uns dran ist. Na toll. Jetzt. War ausgeschaltet. Alter, da hast du Ritze der Bauchcreme aus, ne? Achso, und für alle, die sich wundern, warum ich in so einem kleinen Schiffchen drin bin, ich suche eigentlich nach Quader. Ich war der Meinung, das ist ein Gerät, was das herstellt. Nee, eigentlich nie, weil es gibt ja selbst, wenn das wirklich eine komplette Anlehnung von der Serie ist, gibt es in ziemlich vielen Planeten, wo die Geholt sich abgesetzt haben, gibt es 200 Quader. Der geht ab. Nein! Nein! Ah, Scheiße! Dort. Hat er dich? Hat das Teltak kein Dings? Recharge Station? Mäßig nicht. Irgendwie sowas? Doch, hat. Soll ich mal versuchen, da jetzt, du bist ja da am Kämpfen. Soll ich ja, versuch einfach mal herzukommen. Ich bin schon unterwegs, 1700 Meter noch. Versuche ich da mal aufzuschweißen. Alter, das Ding hat das Schiff so übelst zerfetzt schon, das Teltak. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht greift. Da steht aber immer noch der Military Transporter, ne? Ah, da steht, du fliegst nicht mehr? Ja, doch. Oh, er nimmt mich an. Ja, das war's. Oh, shit. Nein. Das Gatling? Schießt das automatisch? Ja. Dann hoffe ich mal, dass da drinnen war irgendwie. Rein theoretisch. Du kannst es natürlich noch einstellen, dass es auf gegnerische Schiffe schießt. Shit. Gatling-Geschütz. Block 1, bla bla bla. Ne, Leute, bei mir relativ unspektakulär. Ich fliege. Große Schiffe anvisieren. Und triffst du? Ja, mein Gatling schießt schon mal, so wie es aussieht.
Ich muss ja jetzt ein anderes Cockpit nehmen, da liest du das nicht so richtig. Wie weit bist du denn entfernt von dem? Ungefähr einen halben Kilometer. Ach, 700 Meter. Ich dachte, die treffen so ab 600, ne? Keine Ahnung. 600, Scatling 600. Schießt aber auf jeden Fall, so wie es aussieht. Ja, dann. Ich kann jetzt nicht gucken. Nein. Du kannst ja mal herkommen, Ballard. Ja, ich bin schon wieder unterwegs, aber ich wollte jetzt nicht großartig. Dich der Berätes haben. So, ich bin jetzt 800 Meter. Das Ding schießt noch. Ja. Das saut uns sowas von derbe, das Teltag. Dann bleib ein bisschen weiter weg. So, alle Glöcke. Ah, wieder bloß Nägel an dem Asteroiden hier, ey. Ich kann schon wieder. Oh, hier ist ein Loch. Jetzt 500 Meter dran, oder sagt noch nichts. Komplette Asteroiden nur aus Eisen und Nickel. Krass. Von der Quader keine Spur. Jetzt nicht gut. Blickst du jetzt auf ihn zu? Ja. Und er schießt nicht mehr? Doch. Lässt sich aber auch scheiß schwammig steuern, das Ding, ne? Das Teltag. Ja, dem ist oder so die Steuerung geändert, habe ich das Gefühl. Nein! Oh, oh, oh. Bin tot. Also, Risch kann es nicht mehr schießen, so wie es aussieht. Ja, mich hat's neu erwischt. Oh Gott sei Dank ist die Dreckheitsdampfer angewiesen. Ja. Hab ich auch gedacht und da hat er mich erwischt. Boah, ey, ich kriege noch ein Herz, Kasper. Was denn? Gerade falsche Taste gedrückt, ich bin ausgestiegen aus dem Günther. Und du? Ich bin so intelligent, hab die Trägheitsdämpfer angehabt. Oh, mein Herz ist erst mal zwei Taschen tiefer gerutscht. Ja. Also, das Teltag bräuchte definitiv mehr Thruster. Und eine Reparatur. Ich glaube ja. Ja. Wieder Einstieg. So. Komme ich jetzt halt nochmal. Ich bring. Warte mal. Ich kann mir ja. Knarre mitnehmen. Genau darüber. Ich nehme mir mal eine Knarre sicher? Mit. Okay, wunder, dass das so blöd zu steuern ist. Das hat ja nur zwei Thruster seitwärts. Ja. Was für Munition gibt's da für die, muss ich auch haben, ne? Für das Sturmgewehr? Ja. Ja. Da haben wir nicht, ne? Doch. Keine Ahnung. Dürften wir da haben. Ja. Hat das Teltag überhaupt? Nee, hat's nie. Ich kann aber nicht sagen, wo die ist, weil ich bin ich immer noch 8 Kilometer. Hab's. Darf ich trotzdem meinen Satz beenden? Ja. Ich bin nämlich noch 8 Kilometer von der Base entfernt. Oh. Das ist weit. Ich versuche das Ding hier mal zu stoppen, aber das ist.
Das ist doch schwer. Oh, was ist denn das? Gold? Da. Eis? Gold ist gut. Gold mitnehmen, Negro. Gold brauchen wir. An Mass. Ist vor allen Dingen auch gar nicht so weit weg, der Asteroid, ne? Ist bloß 8 Kilometer entfernt. Okay. Gold und Eis ist drin. Beziehungsweise draußen, ich fliege jetzt mal rein. Eisen. Das Ding fliegt jetzt zurück. Was? Wow, ich bin angeeckt. Ey, das Ding muss jetzt schon so demoliert sein, das kann Club kaum noch schießen. Ich weiß es nicht. Ich bin gleich wieder da. 900. Ich weiß nur, dass man beim Fliegen nicht schießen sollte. Warum? Ich habe Schaden genommen. Was? Ja, ich habe anvisiert, geschossen, habe Schaden gekriegt. Beim Fliegen. Das ist aber komisch. Ja, weiß nicht. Wie weit schießt man denn, oder kann man denn schießen mit dem Teil? Weißt du auch nicht, ne? Mit dem kleinen Gewehr? Ich versuche gerade mal an die Unterseite zu kommen, damit ich vielleicht mit viel Glück das andere Gatling-Geschütz zerstören kann. Ich habe jetzt 3 bis 4 Asteroiden abgeklappt, ich habe nirgendwo einen Aquader gefunden. Alter, ist das schwer, das Ding? Ja, irgendwie. Boah. Also, meine Waffe fliegt in die Gegend rum, ich bin tot. Dich hat bloß Gatling erwischt? Ja. Ja, du musst ja auch von oben kommen, von dem Schiff her. Nee, von unten. Ja gut, sag mir, wo oben ist, sag mir, wo unten ist, dann komme ich von der Seite. Von unten ist dort, wo es nicht schießt. Ich versuch's nochmal. Diesmal ohne irgendwas, ich komme da jetzt einfach hin. Ich hab ja die Flex. Da. Wo bist du? Da. An die andere Seite, also oben, wo du sagst, ist keine Gatling mehr. Und das Ding kannst du doch steuern. Dafür kann ich das Schiff nicht mehr steuern. Also, ich könnte vielleicht schaffen. Ich muss nur noch genug rankommen, damit ich dann das Gatling-Geschütz steuern kann. Oh Gott, ist das schwer. Dann könnte ich das andere Gatling von dem Schiff zerstören. So, ich weiß jetzt nicht welche Seite. Ich glaube, ich gehe jetzt. Bin jetzt auf der Seite. Und jetzt bin ich oben drin. So. Und du sagst, da oben ist keins mehr. Ja? So. Boah, das ist so schwer ranzukommen, weil das Ding so schwammig ist. Ja. Ich versuch's jetzt mal. Ich komme jetzt mal vom. Also, nee, aufpassen, ne? Nicht, dass ich von dir erschossen werde hier. Piu, piu, piu. So, Gatling-Geschütz. Ah, bin schon dicht dran. Steuern. Bin dicht dran, ich bin gleich da. Super. So, halt. Ich glaube, es schießt nicht mehr. Es schießt nicht mehr. Gut. Hallo. Hab falsch Knopf gedrückt.
Wie falschen Knopf? Ja, ich hab. Irgendwie bin ich eben abgedriftet. Oh, da ist noch eins drinne. Ja, das sehe ich ja nicht. Wie war das mit Z, ne? Ich habe aber auch nirgendwo mehr ein Cockpit, was schnell abschrauben könnt. Also ich denke mal, da drinnen sind auch noch die. Die. Na, diese Geschütze da, diese internen. Das wäre gut möglich. Ist auf jeden Fall von auszugehen. Unser Geschütz schießt auf jeden Fall noch drauf. Man müsste nur mal wissen, wo hier das. Nein, scheiße. Das Cockpit ist. Bist du noch in der Nähe? Ich bin schon gleich drin. Ich fräs mich jetzt hier rein. Ich versuche nachzukommen. Ich bin von hinten jetzt rein. Also von der. Ja. Das Ding hat auf jeden Fall hier eine Krankenstation, falls du sterben solltest. Aber ich hab den. Ach, den, du Scheiße. Ich mach den erstmal den Saft aus hier. Wie ein Saft aus? Ja, ich hab hier den großen Reaktor. Ne, wir müssen das Schiff aber stoppen. Ja, Reaktor aus, kein Dings mehr. Kein Saft. Oder? Nimm's Uran raus. Müsste doch gehen, oder? Ja. Die fliegen nie, die gleiten, glaube ich, bloß. Aber das ist ja. Dann bräuchten wir aber auch noch irgendwie einen Landefuß an dem. Das lag so. Ich krieg da nichts mehr abgebaut, ey. Smoker 17 Minuten. Wow. Okay, Leute. Wir sind erstmal auf dem Schiff. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, einen Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssen. Tschüss.